Also hier bin ich angelandet nach 5 Tagen Trampen und viel gelaufen bei der richtigen pharaonischen Pyramide, die Ratta Pinata, Ra, sowie der pharaonische Sonnenkönig, Sonnengott Ra, Amun Ra. Als ich hier vor 21 Jahren war, war der noch intakt da oben, aber sie versuchen es systematisch zu vernichten, die Beweise, dass sie hier sind und waren. Also das war in 1992, war ich schon mal da. Und da sind die Alpen. Und das ist das nächste Ort, das ist Falikon. Das ist da. Da musst du suchen, Falikon. Das ist 8 Kilometer nord von Nizza. Da ist Nizza. Und das ist das Mittelmeer. Und auf der anderen Seite ist Ägypten. Die andere Seite vom Wasser. Ne? Also warum nun haben sie das Ding nicht dargestellt? Ne? Weil erstens mal ist es auf einer Leyline natürlich. Und zweitens hier vom Satellit aus oder vom Raumschiff kann man das besser sehen. Ja. Das Ding ist total in den Berg vergraben. Wenn man das ausgrabt, dann kriegt man eine richtige große Pyramide. Also das ist der Top. Also die Pharaonen, die sind hier. Hier sind sie in Europa gelandet, bevor sie die Schweiz gegründet haben. Ihre richtige Basis jetzt und seit langer Zeit waren sie schon hier. Ne? Also bevor sie die Schweiz gründeten, sind sie hier gelandet, um uns zu überherrschen, diese Pharaonen. Und die haben natürlich die ganze Zeit auf diese Bergen da geguckt und sich gefragt, naja, was ist denn da zu holen? Ne? Jetzt wissen sie das, es ist ihre Basis jetzt. Oktogon, die Schweiz. Also hier ein Bild von der Seite des Pyramiden. Also wer braucht noch weitere Beweise, dass die Pharaonen hier sind, dass sie immer hier waren, dass sie uns regieren und die Schweiz gegründet haben? Ich glaube, dass diese Beweise reichen. Na, sie sind hier. Der Feind im Innern ist hier. Also irgendwann nach dem Mittelalter war da ein großes Feuer hier im Wald. Da war hier ein Wald und alles ist abgefackelt und dann ist diese Pyramide rausgekommen. Vorher hat noch nie jemand den gesehen hier. Und in 1920 war da noch eine richtige Hakenkreuz, eine Swastika hier da drauf. So wie ich das bewiesen habe, die kommt von den Pharaonen. Wenn man eine Pyramide ausklappt, kriegt man ein Templerkreuz und holt man 2 Diagonale weg, kriegt man das Hakenkreuz. Und die hat man geklaut hier in 1920 oder in den 20er Jahren. Also genauso wie in Bosnien, da ist hier eine riesen Pyramide unter der Erde, im Berg drinnen. Also, dann werden wir jetzt mal einen Blick werfen innerhalb der Pyramide, da wo hier der Eingang ist, aber das war natürlich nicht der richtige Eingang. Jetzt sind wir oben drauf hier. So, das geht ganz, ganz tief in der Pyramide hinein. Und ja, also ich weiß nicht, was man hier noch alles finden könnte. Man muss ja graben auch noch. So, Herr Seton, Seton, der Gott der Unterwelt, Seton, Satan, sind Sie da? Okay. Also leider wollen Sie Stück für Stück die Beweise hier wegholen. Vor 20 Jahren war das hier noch ganz intakt, hier da oben. Sie wollen natürlich die Beweise wegholen. Ne? Und anscheinend gibt es da noch Leute, die so alte pharaonische Sachen hier machen, so wie man das sieht, was man, ich weiß nicht, was das alles ist hier. So pharaonische Magie oder so. Und dann haben wir hier das Schwimmbad der neuen Pharaonen.
Also da ist die Pyramide des Rata Pinata, das heißt die, der Fledermaus, Batman, in der Nizoise Sprache, in Nizza, die Nizza Sprache. Und hier ist das Dorf, wo man hoch muss. Das hat nichts mit den Jaina zu tun in Indien, was einige Leute sagen. Und Jaina in die Nizza Sprache, das heißt da, wo die Ziegen sind und so. Und hier nochmal die Pyramide des Rata Pinata aus einem anderen Winkel. Also diese Pyramide ist dann 4000 Jahre alt mit einer guten Sicht auf das Mutterland Ägypten. Das ist die größte Pyramide Europas mit einem Obelisk da drauf, von den Pharaonen gebaut worden. Also hier in der Mitte der Niederländer, nicht weit vom Utrecht, ist da also die größte Pyramide Europas. Der ist 36 Meter hoch mit einem Obelisk da drauf. Ne? Das Ding ist für Napoleon und von Napoleon gebaut worden von dem General de Mormon, wie die Mormonen, würde man sagen. Und das ist 1804 gebaut worden. Da waren hier 18.000 Mann der napoleonische Armee. Ich zeige mal rundum, es ist schneidend kalt hier. Und als Napoleon in Ägypten war, dann war er in der Pyramide und er kam total bleich raus und schockiert. Dann haben seine Soldaten gefragt, mein General, was ist hier los? Dann soll er geantwortet haben, also das kann ich euch nicht erzählen, ihr werdet das niemals verstehen. Ein Pharaon halt, ne? Wir würden das nie verstehen. Also was wollt ihr noch für Beweise? Sie sind hier, die Pharaonen, sie haben alle Macht, sie lassen uns gegeneinander kämpfen. Pyramide, Obelisk, also ich meine, wer kriegt das in seinen Kopf, hier eine riesen Pyramide zu bauen, wenn man kein Pharaon ist? Wachet auf, sie sind hier. Schau die Pharaonen schon. Und hier sind wir nicht weit von da, das Hotel Bilderberg, von diesen SS-Prinzen, der Prinz Bernhard der Niederländer, ein Deutscher. Ja, also hier ist ein Knotenpunkt von diesen Pharaonen. So. Also zwischen dieser Pyramide und dem Hotel Bilderberg, von den Bilderbergen, ist es nur 8 Kilometer. Also meinst du, das ist ein Zufall? Nee. Also die Name Bilderberg ist deutsch. Hier in Holland, 8 Kilometer also von dieser Pyramide. Es gibt keine Berge in diesem Land, es ist alles platt. Und Bilder ist auch kein niederländisches Wort, das ist deutsch. Und das heißt ja Bilder. Und naja, hier sehen wir da die Löwen, das Symbol der pharaonischen Königswürde, die Weltdomination, also x-mal. Und dann noch so ein komischer Typ da, so ein Zauberer hier. Und mit etwas, was ihm über den Schulter guckt. Das ist eine sehr dunkle Energie hier. Also wo gab es dann, in diesem Land, wo es keine Berge gibt und Bilder auch nicht, wo gab es diese
Berge der Bilder, diese Bilderberge in Auschwitz. Und es ist von dieser SS-Prinz Bernhard, der Niederländer, ein deutscher SS. Und ein Adliger natürlich, eine Per A. All die Adlige sind Per A Pharaonen. Da haben sie diese in Auschwitz, also die Berge mit Bilder, Berge mit Haare, von all diesen ausgelöschten Leben. Und Berge mit Brille, Berge mit Schuhe, Berge mit Klamotten und auch Berge mit Bilder von ihren Kindern und all diese ausgelöschte Leben, was nachher natürlich alles verbrennt wurde wahrscheinlich, oder was haben sie versucht. Das sind die Bilderberge. Und darauf geilen, sollte ich mal sagen, diese Pharaonen natürlich. Das ist natürlich ihr Ding, ne? Und dann noch eine Art von schwarzer Magie da daraus zu holen. Super. Das hier ist Bilderberg. Also hier ist dann das richtige Hotel, dann Bilderberg, aber ich möchte da nicht weitergehen. Also schau mal hier, ein Schweizer Kreuz, Oktogon ist hier, die sind ja überall. Ein Bilderberg hier. The Swiss, die Schweizer, Les Suisses, Le Templier, Octogon, Bilderberg. Also hier ist das Bilderberg Hotel, das ist ja wirklich alles hier. Octogon ist hier, mehrmals, Fleur de Lis und noch viel mehr. Ich möchte hier nicht so lange rumhängen. Es ist hier voll mit Kameras. Da. Ja, Octagon. Bilderbergs. From the other side. De l'autre côté. Von der anderen Seite hier. Ui, 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 ui. Das ist eine Bank in Düsseldorf. Steht denn da? Demir Halk Bank aus Holland sogar. Ja, na, das ist fürchterlich hier in Düsseldorf, Pharaonenshow Düsseldorf. Das ist natürlich hier die Sonne Hieroglyphe dreimal. Ja, dann haben wir hier da oben ist der Pharaon ganz oben mit dem Dreieck der Freimaurer. Schauen wir, der Pharaon mit Schlange auf dem Kopf. Da auch. Noch mehr Pharaon. Ist das der gleiche? Dann haben wir da noch der Teufel da. Viermal oder so. Da der Teufel. Viermal mit Reptilienaugen und Eidechse. Also hier ist wirklich voll hier. Düsseldorf. Die Sonne-Hieroglyphe, da gibt es Staatsarchiv. Und da oben noch etwas da. Hexagonal. Das ist Justizgebäude da. Und hier nochmal das Gebäude, diese Bank. Ist ja alles zusammen. Der Kirche da, das Vatikan, es ist immer alles zusammen. Und dann haben wir da wahrscheinlich die Schwester der Isis hier. Da die Schwester der Isis hier. Und natürlich ist das eine Bank, die Nationalbank. Alles in der gleichen Ecke.
haben wir da dieses Haus nochmal wieder. Komisches Haus hier. Das ist die Isis mit Horus. Da haben wir Set mit Horus. Die Isis Horus Matrix. Armani, ja, ist ja klar. Und Deutsche Bank. Da ist es voll mit Obelisken da drauf. Und da, all die Banken sind hier in Düsseldorf. Klar. Freimaurerzeichen. Na, da haben wir die Pharaonen. Die Pharaonen. Mit Set wahrscheinlich. Ja, das ist die Deutsche Bank. Wem gehört das? Hm? Etwa die Deutsche? Nee. So ein Adler. Und auf die andere Seite gibt es Cartier. Yeah, Mann, ey. Ja. Irgendwelche Teufel da. Alles voll, Mann. Tja, und da haben wir all diese Obelisken da. Da. Da ist einer. Da ist einer. Da sind noch ein paar. Hier auf die Seite ist auch noch voll hier. Ja, da haben wir da das Bündnis. Ja. Ja. Isis auf ihr Stuhl. Die Isis-Stuhl, so wie im Wald da. Wieder ein Bank, Commerzbank. Naja, schau mal, wie schön. Na. Also ihr Deutsche, meint ihr denn, ihr regiert in eurem eigenen Land? Ne? Nee. Hier in Düsseldorf. Ja, noch immer in Düsseldorf. Das ist ja wieder ein Bank natürlich mit Dreieck, der Freimaurer. Da oben befindet sich die Isis. Und da ist Set. Und hier auch noch so Pharaonen da auf der Ecke. Und so Pharaonenhaarchen da auf die Seite. Das kennen wir auch irgendwo hier, ne? So eine, da steht Europa oder so. Asien oder sonst. Naja, die sehen ja nicht typisch deutsch aus, oder? Ja, da haben wir hier da unten noch Löwen. Ein Tier, was nicht aus Europa ist. Ne? Das ist das Symbol der pharaonischen Königswürde und der Adel. All diese von so und so, die die Deutschen im Krieg geschickt haben, da mit ihrer SS und so. Alles Adlige. Feind, das, der Feind der Deutsche. Der Per-A, da oben noch irgendwelche Pharaonen. Ja, und das sehen die Menschen nicht hier, die laufen einfach an vorbei. So. Naja, das sieht aus wie eine Afrikaner. Credit Suisse in Düsseldorf. Also das ist da hier. Hier wären wir noch eine Stunde noch nicht ausgeguckt hier. Obelisk, also das ist ein richtiger Phallus. Da Horus, Falken, das sind keine Adler. Dann nochmal eine Falke, Horus, Falkengott. Und da nochmal, noch mehr Horus, Pharaonenvogel, da. Naja, also hier ist wirklich zu viel.
Und dann haben wir hier da die Isis. Sonne-Hieroglyphe, oder da war das wohl Germania, was natürlich auch Isis ist. Sonne-Hieroglyphe. Und dann haben wir da das Bündnis. Da. Also zu viel. Ich würde hier eine Stunde noch stehen. Stahlhof. Und dann haben wir da vier Pharaonen. Und da noch mehr Pharaonen. Die richtige Pharaonenmütze. Oh, das sieht ja übel aus. Da. Ja, es hat hier zu viel. Wirklich, es ist viel zu viel. Da noch. Und was ist das? Verwaltungsgericht. Sie sitzen auf alle Schlüsselpositionen. Überall. Da ist nochmal da der Vogel, der Horus. Falkengott überall. Und da auch. Und da auch. Und da auch. So. Schön, ne? Also ihr Deutsche meintet, ihr regiert in eurem eigenen Land. Oder sind es eher solche, die hier regieren? Was ich euch schon seit 2 Jahren sage. Pharaone. Und der macht keine Witze hier. Ja, und was trägt sie da in der Hand? Naja, man weiß es nicht mal. Da. Und was hat sie da in der Hand? Opfergaben? Keine Ahnung. Schau mal da die arme Frauen da an. Die müssen da diesen Pharaone anbeten. Eieiei, schau mal hier. Die beten der Pharaonen an hier. Schau mal, die arme europäische Frau hier. Fix und fertig. Kann nur noch den Teufel anbeten. Da nochmal. Die arme deutsche Frau. Hat ihm alles gegläubt, hat diesen Teufel gegläubt. Und was hat sie jetzt? Fertig. Tschüss, Deutschland. Die Krankenkasse, die saugen das Volk am meisten aus auf diesem Moment. Ärzte, die werden wahnsinnig bezahlt und machen nicht mal das. Die lassen Patienten x-mal zurückkommen. Teufel, der Horus, Vogel, das ist kein Adler, ne? Das ist der Horus, der Falkengott, ja, Schlange. Reptilien, naja, die Eidechsen sind auch hier, super, und das ist eure Krankenkasse. Krankenkasse, die Reptilien pflegen euch. Das ist ja richtig pflegeleicht. Sehr schlimm. Es ist sehr schlimm hier. Düsseldorf. Also Katastrophe hier. Das sind die Fasches. Ja, das ist die Fasches. Faschismus. Ah, naja, toll. Noch mehr. Krankenkasse. Nomi. Irgendwelches Geschäft in Düsseldorf. Da unten gibt es noch Mastercard. Auch das gleiche. Die Vesica-Peitsches. So. Sonne-Hieroglyphe, ganz künstlich gemacht, ganz schön eigentlich.
Und da ist alles, hier ist voll. Da die Schwester der Isis. Mal Isis. Na, hier in Düsseldorf, das ist ja preisverdächtig. Pharaonenhaus mitten darin. Mann, übel, Mann, ey. Eieieiei. Düsseldorf. Übel. So, neu lebt das dann auch noch. Ne, das ist nichts hinter dem Freimaurerdreieck. Und das, wo diese Kelche da stehen, ist hier die Sonne-Hieroglyphe. Siehst du? Das Hund in der Mitte und die zwei Balken an jeder Seite. Und jedes Mal steht da so ein Kelch. Also hier ist der Berg Bugarash, wo die UFOs gesichtet worden sind und so weiter, wo man das Ende der Welt erwartet hat. Also viele Leute so am 31. Dezember 2012, aber nichts ist passiert natürlich. Ich möchte gern so eine UFO oder zwei mal sehen. Mal schauen, was da passiert. Mal nichts natürlich. Bugarash. Also hier in Bugarash hat man dann in 2012 da die Weltuntergang erwartet, ne? Und so, da sind so UFOs gezeigt, gesichtet worden. Da habe ich dann geschlafen. Da ist die Pic de Bugarash. Und aber ich kann euch versichern, dass keiner von den Franzosen hier, der hier war, das ernsthaft genommen hat. Man wollte nur eine Mega-Party hier feiern. Aber sogar das ist verboten. Wenn man die Party des Jahrhunderts hier machen will, die waren hier gekommen. Also es gab dann andere, die das dann sehr ernsthaft genommen haben, da die Behörden mit Polizei, da die ihre Montur und Waffen da schön mal wieder gezeigt haben und mit Hubschrauber gekommen sind und alle Leute hier den Zugang verboten haben. Also wir sind wirklich ihre Sklaven, sogar eine Megaparty in der Natur, schön ruhig, ist verboten. Sie sind frei, wir ihre Maurer. Und das habe ich hier aufgelassen da in der Nacht, diese Seite. Ab und zu habe ich da mal rausgeguckt. Nix. Alles Quatsch. Also überall, wo die Pharaonen gekommen sind, haben sie mir erstmal ihre Schlösser gebaut und so, um mal ein Machtzentrum zu haben, um das Volk zu terrorisieren und zu überherrschen. Das hier ist in Bugarash da, wo die vermeintlichen UFOs sein sollten. Der Obelisk, naja, das erklärt dann alles. Damit ist das geklärt. Das ist, was übrig geblieben ist vom Weltuntergangsparty. Also das hier, die Medien, die haben all diese Leute hier eingeladen, da ist so viel darüber gelabert worden. Kommt man schließlich hier an, dann wird man, alle Zugang wird verboten von dieser blaue weltweite Oktagon-Armee. Ne? Es geht nur darum, um uns zu analysieren. Wie viele Leute werden was und wie viel glauben für die nächste Operation unter falscher Flagge? Sie spielen nur mit uns. Versteh das doch. Glaubt die Medien doch nicht mehr.
Also es sind ihre Pharaon-Medien, die uns eingeladen haben, und es ist genauso gut ihre weltweite blaue Oktagon-Armee, die dann danach alles verbietet. Ist das ein Witz, oder? So ein Witz. Also wenn man wirklich ein Außerirdischer wäre und man will die lokale Bevölkerung von eines Planeten da analysieren, wie sie reagieren auf anderen von anderen Planeten, zu denen man selber ja gehört, oder? Dann wäre es sehr interessant, um so eine Lüge hier aufzusetzen, so wie das hier. Mal gucken, wie sie reagieren, ob man bereit ist oder nicht. Und natürlich ist es hier auch eine Ablenkungsmanöver, um uns von wichtigeren Sachen abzulenken, die gerade am gleichen Moment passieren in der Welt. Und ja. Also hier in Südfrankreich, in Rennes-les-Bains, ist die 5000 Jahre alte Teufelsstuhl. Man nennt sie auch der Stuhl der Isis. Natürlich hat Set oder Seton, der Gott der Unterwelt, Isis gesagt, wenn du deinen Mann Osiris tötet, dann kannst du dein Kind, also Horus, erziehen, wie du willst, und du wirst die Königin der Welten sein. Darum ist es beide Teufelsstuhl oder Isisstuhl, sie nennen es beide. Und naja, hier macht natürlich alles klar, das Schweizer Kreuz und Oktagon. Immer haben die Schweizer ihr Finger drin. Der Stuhl der Isis, so wie im Wald, ne? Überall. Isis. This is a real funny house here. Look at it. Real funny house, eh? Also hier sind wir im Süden Frankreichs, Montségur. Ségur, das ist der französische Name für Sigurd oder Siegfried. Er hat damals die Siegfried Saga abgespielt. Der kam aus Alphen am Rhein in den Niederlanden und der hat hier, also die Drache hatte hier in Montségur, hatte die Drache getötet. Und ja, also später gab es dann die Katan, Simon de Montfort, da hat sie alle umgebracht. De Montfort, das heißt die starke Bergen, das ist Oktagon, die Schweiz natürlich. Und die Templer. Naja, die sind hier 1244, hat man sie alle verbrennt hier. Frauen, Kinder, Männer, alles, alle. Also so weit, auch so, wenn man sich so weit noch versteckt, sie finden dich. Und die Schweizer haben irgendwie immer ihre Finger da drin. Und in 1218 eigentlich ist de Montfort ist er schon gestorben. Aber dann hat er schon ziemlich viel Schlimmes angerichtet. Und ja, es gibt natürlich Jonestown, Waco, ne? Versuch nicht einen Staat in einen Staat zu gründen, dann wird es dir schlecht vergehen, ne? Und naja, natürlich gab es auch die Zeugen Jehovas, die sind alle umgebracht worden, damals in KZs und so, von den Schweizern finanziert worden. Die haben ja den Adolf finanziert, ne? Also Le Montfort. Ja, die haben ja jemand geschickt, der sich auskennt hier mit den Bergen, Le Montfort. Weil hier ist alles Bergen, hier. Es ist unglaublich, hier. Es ist kalt. Und ja. Also Oktagon, Le Montfort, die starke Bergen, das ist das Reich des Bösen. Nirgendwo kannst du dich verstecken für den. Vor den, pardon.
Und ganz da oben habe ich mal geschlafen, vor 20 Jahren, in 1992. Aber dann habe ich noch keine Kamera gehabt und gab es noch kein YouTube, ne? Montségur. Simon de Montfort, das heißt Simon aus den starken Bergen, was natürlich Oktogon, die Schweiz ist, wollte alle Katharen vernichten, was er auch gemacht hat, ist auf der letzte Frau und das letzte Kind. Und in 1209 haben sie dann hier in Carcassonne das Schloss hier genommen. Und der Herrscher vom Schloss, der Herr Raymond Trancavel, gefangen genommen und in den Kerker da geschmissen. Und da war das ja ziemlich fertig für die Katharen. So wie die Schweizer natürlich, die starken Bergen da, die wollen immer irgendwelche Leute vernichten. Genauso wie sie Adolf finanziert haben in 1923, um die Juden zu vernichten. Alle Zigeuner haben sie versucht zu sterilisieren in den 60er und 70er Jahren. Jetzt sind da die Immigranten dran, alle Diktatoren und so, die haben ihr Geld gelagert in der Schweiz, in Oktogon, damit sie da ihr Volk da vernichten können und terrorisieren können. Ja, so, das war dann Simon de Montfort und das Ende von Raymond Trancavel. Hier in Carcassonne, Südfrankreich. Carcassonne, la cité. Kiribus. Perpetus. Kiribus. Also hier im Schloss werde ich dann schlafen. Hier in Kiribus sind sehr gastfreundlich. Ja, für mehr Bilder schauen Sie die englische Sendung. So. Also hier habe ich geschlafen denn im Schloss Kiribus.
Die haben schon Zement gebraucht damals, das ist unglaublich. Und wie sie das alles gebaut haben vor 1000 Jahren, ne? Das muss ich dann bald weg, bevor das hier öffnet. Hier habe ich dann die Name Gyuri bekommen in 1998. Glaube es oder nicht, ich weiß auch nicht, wie das geschehen ist. Ja, und hier ist die Aussicht. Nacht im Schloss, ne? Schönes Aussicht, schönes Wetter mal endlich. Da habe ich geschlafen. Jetzt gehe ich mal schauen, da oben. War ich gestern schon, aber... ich bin ein bisschen träge, weil ich habe gestern überhaupt nichts gegessen. Vorgestern nur ein kleines Stück Brot. Also jetzt wackelt es und ich bin träge. So, hören wir nach oben. Endlose Treppen im Schloss. Also dann sind wir hier oben auf Keribu-Schloss. Da ist das Mittelmeer. Es ist ein strahlendes Wetter heute mal endlich. Da hier ist das Panorama hier rundum. Und da sind die Pyrenäen, die Berge. Da ist mein Rucksack. Also hier am Schloss Keribus habe ich dann übernachtet. Es war dann also nicht Monsegur, der am letzten die Kreuzritter fiel, aber es war hier Keribus in 1255. Das Reich des Bösen, Octogon, hat immer seine Finger da drin. Das Handbuch der Inquisition war ein Schweizer Buch von zwei Schweizern. Heinrich Kramer und Jakobus Sprenger, das war der Hexenhammer oder die Malleus Maleficarum. Irgendwie haben die Schweizer immer ihre Finger da drin, irgendwie. Und früher gehörte das dann hier, das Schloss, zum Königreich Aragon. Man hört schon, das ist ziemlich pharaonisch, ne? Oder komplett eigentlich. Und die Kataren, K ist die Seele, wenn man noch lebt. Eine Seele sehr wichtig in einer Religion. Und die wollten also zurück, das war ein Gnostiker, und die wollten zurück zu die Ursprung des, die saubere Ursprung des Christentums, was damals dann schon ziemlich da verschmutzt war, verdorben war von der katholischen Kirche. Und ja, damals gab es die Inquisition und die Ritter. Jetzt gibt es Guantanamo und die weltweite blaue Octagon-Armee. Also es hat sich wesentlich nicht viel geändert. Also hören wir doch auf, da diese Kriege da zu führen von einer Religion, die nicht unsere ist. Es ist nicht europäisch. Wir lassen unser Leben für einen Krieg, der nicht der unsere ist. Das kommt alles aus dem Mittleren Osten, tausende Kilometer weg. Es ist nicht unser Krieg. Also hört doch damit auf. Basta. Keribus. Keribus. Der Tramper.
von der Pharaonenshow Gyure. Kilometer nach Kilometer.